Ja, hallo, liebe Schremperfreunde. Hier ist nochmal der Michael aus Aachen. Ich habe jetzt hier an der Klappe von der Zugang zur Toilettenkassette ja gestern einen Schaden gehabt, einen Wasserschaden. Hallo Michael aus Aachen. Ja, wunderbar, dich hier begrüßen zu dürfen und natürlich alle anderen Zuschauer, so wie Lasko auch. Ja, der hängt hier schon wieder am Ring. Heute geht es um diese Klappe, um diese hier und auch um die Eckleiste. Das sind unsere Themen heute. Bleibt dran, wir gehen ins Detail. Ihr seid dabei. Auf geht's. Michael aus Aachen erklärt uns einige Dinge dazu und wir sammeln auch noch ein bisschen zwischen. Guten Morgen, liebe Schremper. Hier ist nochmal der Michael aus Aachen. Also wir waren jetzt eine Woche weg mit dem Wohnmobil und es war alles super, hat alles super geklappt. Und jetzt fange ich an, die Aluleisten hier oben über das Dach abzumachen und neu zu dichten und habe hier auch schon angefangen, wie man sieht. Es ist überall noch genug Dichtmaterial zu sehen. Aber es gibt doch so einige Stellen, da wo die Schrauben sind. Ich zeige da mal da. Ne? Da ist so ein bisschen Eisenoxid. Es ist zwar hier noch Material, also ich denke mal, da ist noch kein Wasser eingedrungen. Das sieht man aber nachher mal. Und ja, ich denke, es macht einfach Sinn, die Leiste runterzuholen oder alle Leisten runterzuholen, sie neu zu dichten. Ist zwar wieder eine Scheißarbeit, wir kennen das ja, aber es ist halt, wie es ist. Ja, wenn ich dann hier so gucke, dass das Tischmaterial auf breiter Fuge rausgequollen ist und auch ja, so bröselig wirkt, ne, ist es für mich dann doch besser, sie rauszuholen, neu zu machen. Wie man das macht, wisst ihr ja, ich klemme immer was dazwischen. Einen Cutter da rein und dann rausholen. Wenn es fertig ist, mache ich nochmal eine Aufnahme. Bis dann, tschüss. Unter dieser Leiste sind Schrauben, die können wir hier so ein bisschen spüren. Wir haben diese Leiste bei uns selber noch nicht abgehabt, aber diese anderen Schrauben, die alle so vergammelt sind, das ist Fummelarbeit. Ja, das ist richtig Fummelarbeit. Da muss man ein bisschen was tun. Da kann man ja, bohren, sägen, wegschleifen, raushebeln. Ja, da muss man wirklich ein bisschen dran arbeiten. Das ist nicht so ganz leicht. Da gibt es auch kein allgemeines Rezept, wie diese alten Gammelschrauben am besten rausgehen. Das muss man einfach so ein bisschen probieren und mit spitzen, wirklich guten Schraubenziehern arbeiten, die gut reingreifen. Am besten geht irgendwie drehen, wenn alle Stricke reißen, versuchen auszubohren. Das Ausbohren ist nicht ganz einfach, weil das Stahlschrauben sind. Das sind Schrauben mit so einem kleinen Bohrkopf manchmal. Weil beim Hümer zum Beispiel hier noch ein Stahlrahmen drunter sitzt, da bohren die durch. Andere haben da Holz drunter, da ist es etwas einfacher, die Schrauben rauszukriegen. Aber hier im Stahlrahmen ist es schon wie Fummelarbeit, das haben wir von vielen schon gehört. Ja, das sei nur am Rande bemerkt. Weiter geht es mit Schremper Michael aus Aachen. Gemeinde. Also, erste Leiste ist wieder drauf. Schön sieht man hier, wie das Dikasil überall rauskühlt. Mal mehr, mal weniger. Hier wieder was mehr. Aber auch hier schön um die Kurve rum. Auch hier an den Seiten sieht man es kommen. Ich gehe jetzt nochmal alles nach. Achte mal ein halbes Stündchen und ziehe dann alle Schrauben nochmal vorsichtig bei. Bei dieser Aluleiste, die Eckleiste, die hier über Eck sitzt, ja, da verhält es sich so, dass wir eine Gummileiste drunter haben. Ich blende hier mal eben die Bilder ein von Raimo vom Campingbedarf. Da haben wir mal so ein paar Bilder aus dem Katalog hier mal eben drin. Das ist also die Aluschiene einmal und dazu gibt es ein Dichtgummi. Das müsste 27 x 11 sein. Das sind diese Außenmaße oder Innenmaße innenliegend. Da ist der Kleber schon drin. Und dazu hat der Robert aus der Südeifel, der hat ja dem Mike, Schremper Mike aus Lüneburg, dazu mal eine Erklärung gegeben per Videobotschaft. Die spielen wir hier mal eben ein und da gucken wir uns das Ganze mal eben an und ja, und dann kommen wir wieder hier drauf zurück. Ne? So, lieber Mike, so schaut's aus. Das ist die Gummidichtung. Da ist unten drunter, also die ist flach, aber da ist so eine Kante drin, so eine Sollknickkante, wie man das doch nennen will. Und innen drin auf der Innenseite ist natürlich auch schon
so eine Art Alubutyl drauf. Das klebt wie Kuhscheiße an den Hackern, wenn du reingetreten hast. Ich krieg da immer das scheiß Plastik jetzt mit einer Hand ab, diese Schutzleiste. Also das sind die Leisten, die kannst du dann, die klebst du zuerst drauf, so. Und dann legst du hier außen, da, legst du deine Aluminiumleiste rein. Und dann schraubst du die fest. Die muss auf jeden Fall auch festgeschraubt werden. Also ohne dieses Band ist es ja fast nicht vernünftig, dicht zu kriegen. Ja, es ist unterschiedlich. Einige sind nur mit Dekasil abgedichtet und andere haben so eine Gummileiste drunter. Aber ich glaube, so ein bisschen auf der sicheren Seite ist man, wenn man eine Gummileiste drunter packt. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Varianten. Ja, hallo Freunde, nochmal von der Front. Ich habe jetzt oben auch die andere Dachleiste runtergenommen, um sie neu einzudichten. Ob es nötig war, teilweise eher mal nicht. Allerdings, als ich dann hinten zum Heck kam, habe ich dann festgestellt, dass das Alu hier ein bisschen lose war. Habe es dann gelöst und habe dann gesehen, dass, ich gehe jetzt mal in den Schatten rein, dass das Holz hier ziemlich verrammelt gewesen ist. Daraufhin habe ich dann die komplette Stoßstange demontiert, einschließlich Halter. Und wenn man da mal rumguckt, hier ist die normalerweise die Tür drin für die Kassette von der Toilette. So, und wenn man dann hier reinguckt, dann sieht man eigentlich, dass das Holz hier super aussah, auch super fest ist, aber halt von der anderen Seite vermodert. Ich schneide das jetzt hier oben raus, irgendwo hier. Arbeite hier ein neues Stück Holz rein, überlege, wo ich hier, das ist alles Styropor hier ringsrum, auch hier oben, das ist alles Styropor, ob ich da auch ein Holz einarbeiten soll, dass man dann auch die Stauklappe da vernünftig verschrauben kann, da muss ich mal gucken. Dann werde ich den Halter von der Stoßstange sauber machen und wieder montieren. Der Halter ist leider da oben immer verschraubt und hier unten immer vernietet. Die Niete habe ich rausgebohrt. Ich denke mal, so muss ich es dann auch wieder machen und dann die Stoßstange wieder montieren. Tja, war jetzt nicht so geplant, allerdings ist halt so. Also bis denne, Grüße, tschüss. So, liebe Schrempergemeinde, ich bin's nochmal, Update aus Aachen. Ich habe jetzt hier an der Klappe von der Zugang zur Toilettenkassette, ja gestern einen Schaden gehabt, einen Wasserschaden. Habe jetzt hier, wie man sieht, ein neues Holz eingeklebt. Habe das auch so ein bisschen aufgekeilt, ne, damit das auch schön ist. Habe auch hier hinten schon das Blech wieder angeklebt und auch getackert, wie das im Original ist. So, und jetzt habe ich hier in der Klappe, die ich herausgenommen habe, die war ja nur eingenietet. Ne? Sieht man ja hier oben, da ist der Niete, das Blech ja rausgerissen. Also habe ich mir gedacht, genau wie ich es am Staukast gemacht habe, ich mache mir einen Holzrahmen, den ich mit einsetze, einklebe. Dann kann man die Klappe auch vernünftig anschrauben und beim Anziehen quillt auch Dichtigkeitsmittel raus, also Dekasil raus. Ich denke mal, das ist eine ganz super Lösung. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass ich hier vorne ein bisschen Alufraß habe, bedingt durch den Feuchtigkeitsschaden vom Vorbesitzer noch. Da ich aber jetzt keine Lust habe, hier ein Quadratmeter Blech auszutauschen, was hier auch wieder Undichtigkeiten hervorrufen könnte, habe ich mir Folgendes überlegt, habe ich auch über meine Türen gemacht. Wie man sieht, habe ich hier hinten ein Alublech eingeklebt mit Sikaflex, verspannt mit Schraubzwinge trocknen lassen. Jetzt ist hier, wie man sieht, an verschiedenen Stellen auch rausgekommen. Auch hier
wird dann später ein bisschen angeschliffen und dann kann man da Lack drüber tun und dann ist das gut. So, was ich jetzt vorhabe, ist halt diese Türen einbauen bzw. diese Verstärkungen einbauen. Das hier ist einmal die Isolierung. Das ist das Holz, was da vorkommt. Das wird jetzt hier so reingeschoben von hinten. Dann sitzt das hier so drin. Ich versuche das mal ein bisschen weiter weg. Dann sitzt das da weiter drin. Natürlich mit Karawankleber eingeklebt. Wenn das drin ist, bevor ich dann das Blech ganz ran drücke, habe ich hier einen Streifen Isolierung, der noch dann da reinkommt, um die Dicke auszugleichen. Und dann wird das nachher wieder ordentlich hier so anliegen. Und dann kann man gucken, entweder heute noch oder morgen, wenn ich mir die komplette Aluleiste wieder draufschrauben. Und dann dürfte das Problem behoben sein. Ich werde zwischendurch mal noch ein paar Videoaufnahmen machen vom Holzrahmen, den ich eingesetzt habe, damit das auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verständlich war. Ups, da war eine Wespe. So, habe gestern vorsichtshalber das Wohnmobil wieder abgedeckt, weil ja die Dachleisten fehlen. Wenn alles wieder drauf ist, werde ich die Folie natürlich runternehmen. So, ich werde dann mal weiter berichten. Bis später. Ciao. So, also, ich habe jetzt das Holz mit der Isolierung eingeklebt. Ich gehe mal ein Schrittchen zurück, damit man das mal sieht. Also ich habe das, man sieht, verkeilt, verklemmt, gespannt, wie auch immer, ne? Dass man alles schön zusammenkriegt. Und man sieht auch hier vorne schön, wie der Karawankleber rausgeholt. Auch da oben muss man ja mit dem Teppichmesser vorsichtig zwischenschneiden. Auch hier sieht man an den alten Löchern, wo der Kleber rausquillt. Oder auch da. Überall da oben auch. Also schon abgetropft. Ja. Und wenn ich jetzt meine Türe wieder davor setze, kann ich die Türe mit Dekasil einkleben oder Sikaflex. Bumm, da fällt schon wieder eine Schraubzwinge runter, muss ich nachspannen, passiert. Man hat ja nicht viel Futter zum Spannen. Aber dann werde ich auf jeden Fall eine vernünftige Geschichte haben. Hoffe ich doch zumindest. Aber wir werden dann sehen. Bis später. Am Ende sollte es so ähnlich wieder aussehen bei dem Michael aus Aachen. Ja, er hat die Klappe wieder eingebaut. Da haben wir aber noch keine aktuellen Bilder von bekommen. Ja, aber ich denke, das Grobe ist gesagt und getan. Und bei dem Michael, da kommen noch ein paar Filme. Wir arbeiten zurzeit dran. Und der hat noch so ein paar Sachen für Wasser, ne? Wie Wasserhähne. Und da ist er auch Spezialist. Er kommt ja aus dem Bereich. Ja, wir sagen bis denn, Osterhenne. Weiter geht's. Ihr seid dabei. Wir gehen ins Detail. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Tschüssi.